Folge, Freunde, und herzlich willkommen zu einem weiteren Monster Hunter World Gameplay. Und ja, in der letzten Folge haben wir uns in das neue Gebiet begeben. Das... Moment, ich zeig das euch mal ganz kurz. Achso, ich Idiot, muss ja hier drauf klicken. Hier, die Wildturmödnis. Und wir haben da einige neue Monster zu Gesicht bekommen und durften aber eins auch erlegen, und zwar den Barot. Und einem von den neuen Monstern gesehen haben wir die Ratian. Das ist dieser komische Drache, aber das seht ihr ja generell hier. Da ist die Ratian auch nochmal abgebildet. So, was wir jetzt als nächste Mission machen müssen, das weiß ich ehrlich gesagt gar nicht mehr so genau. Aber was ich definitiv weiß, dass wir jetzt mal kurz nochmal in die Schmiede reinschauen. Ich mache das regelmäßig, einfach weil man relativ oft hier mal in der Schmiede nachgucken kann, ob man Ausrüstung verbessern kann, Neuschmieden etc. pp. Ich denke mal, ihr versteht das. Okay, wir könnten aufrüsten. Das hier bringt eh nichts, weil wir da noch nicht die Materialien kennen. Deswegen würde ich sagen, rüsten wir hier mal die Knochenbeile auf, damit die ein bisschen mehr Schaden machen. Okay, ich kann mir schon denken, irgendwie, was das für ein Set sein könnte. Ah, Ausrüstung. Wollte ich ja auch mal schauen, weil wir hatten ja letztens den Barot erledigt. Und was mir in der Aufnahme aufgefallen ist, ich habe vergessen, den Schwanz zu looten. Das ist mir, den habe ich komplett übersehen, weil normalerweise mache ich das immer so, dass ich das Monster erledige und mir halt dann auch merke, wo der Schwanz liegt, damit ich den dann auch noch looten kann, weil generell der Schwanz auch sehr seltene Materialien enthält und je nach Monstertyp unterschiedlich schwer abzutrennen ist. Deswegen ist das jetzt halt schon ein bisschen ein Dilemma, dass ich das vergessen habe, aber... Ich versuche das möglichst in nächster Zeit nicht zu vergessen. So. Schmieden. Gucken wir mal auf die Rüstung. Und ja, Barot-Set hat die Fähigkeit blocken. Was noch? Ausdauerdieb. Marathonläufer. Die Fähigkeit wäre sogar gar nicht mal so schlecht. Mistwiderstand reduziert die Einschränkungen von Bewegungsgeschwindigkeit und Ausweichen. Ja gut, muss ich mal ausprobieren. Ich werde dann eh später, wenn ich den Großteil der Hauptstory durch habe, mal mir ein paar Sets erstellen gegen bestimmte Monster oder gegen bestimmte Gebiete. Einfach um halt gegen alles ein bisschen vorbereiteter zu sein. Verringert die Dauer von Betäubung um 30%. Ja gut, das ist auch schon relativ viel. Allerdings weiß ich gar nicht, davon können wir nichts schmieden, oder? Nein, und hier, seht ihr Leute, hier hätte man Barot-Schwanz gebraucht. Und ich war zu dumm, beziehungsweise zu naiv und hab den nicht aufgesammelt. Fruchtbarer Schlamm. Wie kann man denn das von einem Barot bekommen? Okay, kein Plan, muss ich auf jeden Fall mal schauen. So, was machen wir denn jetzt? Nächste Quest lautet... Unheimlicher Schatten im Sumpf. Ach so, stimmt ja, jetzt fällt es mir wieder ein. Da war ja ein Gelehrter zurückgeblieben. Ja gut. Dann nehmen wir die Quest an. Ich gehe jetzt aber auch schon nochmal vorher... Ja, in die Kantine rein. Weil ich denke, das hat letztens mit dem Barot ganz gut geklappt. Gucken wir einfach mal, was für Gerichte sind. Ich würde sagen, wir bezahlen... Boah. Boah, ich merke gerade, hier gab es ein Update, lol. Okay, lass mal gucken. Was lohnt sich denn am meisten? Gemüsegericht wäre ganz sinnvoll. Schützengericht geht auch. Obwohl, beim Schützengericht hast du einen Elementwiderstand hoch S. Das ist auch relativ sinnvoll und die Quest ist auch schon geladen. Jetzt liegt es noch an mir, was wir hier in uns reinschaufeln. Aber ich würde sagen, wir machen auch wieder Verteidigung. Weil das auch generell gegen Monstern ziemlich gute... Ne, warte mal.
gibt's hier noch was, wo auch der, wo auch das Elementdingsverteidigung ist? Ne, Elementwiderstand. Na gut, dann machen wir Elementwiderstand. Mit das. Entweder ist das ein Fleisch- oder ein Fischgericht. Aber ich wette mal... Weil ich habe es jetzt nämlich nicht gelesen, deswegen. Ich glaube aber, es ist ein... Ja... Fischgericht. Beziehungsweise Fisch ist ja eigentlich auch Fleisch, ne? Würde ich jetzt mal so an der Stelle vermuten. Ja gut, dann gehen wir jetzt zur Quest. Und sehen uns gleich bei der Quest. So, das Teil kennen wir ja. Ich muss mal gucken, was haben wir denn alles dabei? Simple Schreikapsel. Ich nehme einfach mal alles mit, was irgendwie helfen könnte. Außer diese leere Fiole, die bringt mir nichts. Da ist ein Stein. Haben wir noch ein Steak? Nein, wir haben 9 Rationen dafür. Und auch noch 3 simple Rationen. Also ich denke mal, sowas werden wir nicht brauchen. Oh, was war das? Mhm. Ah, ich muss mir auch erstmal wieder einprägen, wie die Steuerung geht, weil in letzter Zeit sau wenig Monster Hunter kam. So, sammeln wir nochmal ein bisschen Feuerkraut. Hier sind Fußspuren. Ist dieses Tier leider weg? Ja, ich hätte es gerne gefangen. Ja, vielleicht kommt es ja wieder. Ja, ich bin auf der richtigen Fährte. Das kann ich. Moment. Das hier kann ich aber fangen. Nein. Hey Mann! Komm her! Nice! Ich hab's. Omenfliege. Die sieht wenigstens ein bisschen besser aus als dieser Vogel, den ich mal gefangen habe. Dieser Aasgeier da. So, wir switchen auf den Bettstein. Nein! Da ist es schon wieder. Ach Mann, oh. Das war aber leider nur normales. Ich lasse das Netz jetzt einfach mal dran. Ja, und da hinten sind nochmal solche Teile. Ja! Schäferhase. Okay, interessant. Generell die Namen von den ganzen Monstern zu finden, sage ich jetzt mal, obwohl es auch ein paar Monster gibt, die es eigentlich auch schon seit früheren Spielen gibt. Zumindest Rathalos habe ich, glaube, gehört. Okay, was ist das hier? Warte, warte! Was ist mit den Spähkäfern los? Das sieht nicht sonderlich gut aus. Okay, da mache ich mir jetzt schon ein klein wenig Sorgen, was das sein könnte. Ich hoffe definitiv, ich hoffe mal nicht, dass das das Monster ist, das ich erlegen muss. So, sammeln kann ich jetzt offiziell nichts mehr. Oh. Nice. Noch mal solche Stacheln. Hm. Oh ja, wollen ein paar Gadget aus. Das ist eine schöne Übung fürs wieder reinkommen. Nice. So. Looten. Ah, stimmt ja. Der lootet ja beide gleichzeitig. Ach Junge, diese Schärfe, die lässt so zu wünschen übrig bei den Teilen. Das ist unglaublich. Oh nein, die Stacheln führen der Spur hinterher.
Bitte sag, dass ich mich irre, bitte. Bitte, bitte, bitte. Okay, da hinten liegt ein totes Monster, aber... Oh, da ist auch unser Gelehrter. Ist das der Gelehrte? Woneben sitzt er da? Sieht aus wie ein... ein Baron? Okay, das ist nicht gut. Er darf mich nicht finden. Er darf mich nicht finden. Ich hab ihn gesehen. Nein, der Juratodus, der hat den Barot nicht getötet, das war... Ach du Scheiße. Juratodus. Alter, das sieht aus wie ein fucking Fischmutant. Nein, oh mein Gott. Kackschleim. Nein! Lol, der ist definitiv stärker. Komm, wir müssen doch irgendwie ein paar von den Gräten brechen können. Okay, das ist ein bisschen leise, muss ich mal kurz umstellen. Ich ziehe mich mal kurz zurück. Jedenfalls versuche ich es. Okay, das wird definitiv nicht gut enden. Mal auf 90. Lol. Hauptsache, er hat mir während der Zeit nicht mal einen Schadenspunkt gezogen. Okay, dann muss ich wohl dem Spiel danken. Au. Oh oh. Jetzt wird's echt kritisch. Ich darf's nicht übertreiben. Ja, ich bin auf ihm. Ich will auf seinen Kopf. Vielleicht verursache ich da ein bisschen mehr Schaden. Aber ich könnte ihm seinen Kopf brechen. Ey, Alter! Okay, das ist schon extrem krass. Er hat mich einfach abgeschmissen. Okay, Juratodus ist definitiv ein bisschen schwieriger. Generell, ich hasse Fischmonster über alles. So. Wir machen es mal wie beim Barot. Wir gehen ständig mal in den Erzdämonenmodus und versuchen ihn in bestimmten kritischen Momenten im Dämonenmodus ein bisschen platt zu machen. Beziehungsweise ihn anzuschwächen.
Na los. Ja, bei ihm ist schon wieder was durchgebrochen. Okay, jetzt muss ich mich wieder zurückziehen. So, in der Zeit, die uns bleibt. Okay, das gegen den wird definitiv ein bisschen härter. Ich bin auch generell jetzt froh, dass er sich zurückgezogen hat. Denn ansonsten wäre das nicht gut ausgegangen, Freunde. Das könnt ihr mir glauben. So. Er hat aber was übrig gelassen, beziehungsweise ein paar Spuren hinterlassen. Oh nee, bitte nicht, geh weg. Blöder Gajau. So, jetzt müssen wir das Monster wieder aufspüren. Währenddessen geht leider unser Erzdämonen-Modus wieder alle, was ich ein bisschen scheiße finde. Ist er hin? Ach, da oben ist er. Ja gut, dann setzen wir ihm doch mal ein bisschen zu. So, das Monster ist müde. Jetzt ist deine Chance, ordentlich Schaden anzurichten. Oh ja, das kann ich nutzen. Okay, ich hab's verbockt, weil er mich mit seinem Angriffsmuster verwirrt hat. Neuer Versuch. Nein, er hat meinen Felsen zerstört. Aber einen negativen Spezialeffekt hat er nicht erhalten. Wieder Erzdämonen-Modus aufladen. Au. Und ich muss mich jetzt generell ein bisschen zurückhalten und immer dann attackieren, wenn er mal kurz nachlässig wird. Weil das ist seine Schwachstelle. Okay, definitiv keinen Zuckerschlecken. Wieder. Oh nein. Los. Nein, 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 nein. Au. Yep, da hat wieder Material gedroppt. Nein, komm schon. Ja, er liegt. Jetzt muss ich richtig draufhauen. Gehen zur Neige. Meine Schärfe beziehungsweise. Ich hoffe, ich töte den auch mit so geringer Schärfe. Okay. Zwar, aber ohne Klingenschärfe wird das nichts. Na komm.
Den können wir auf jeden Fall jetzt platt machen, aber einen deutlichen Unterschied zum Barot lässt sich erkennen. Könnte aber auch einfach daran liegen, dass er das so ein bisschen, das Überraschungsmoment ausnutzt, so ein bisschen. Zumindest wenn er abtaucht und dann wieder hochschießt. So, da haben wir nochmal Honig für einen Megatrank. Generell, wir haben aber in der Regel jetzt relativ wenig Zeug verbraucht. Und da er jetzt eh fast down ist, setze ich nochmal mit ein bisschen Ausdauer zu. Ist das das Maximum? Ja. Ja gut, ich war mir da nämlich nie so ganz sicher, ob das jetzt das Maximum ist. Gut, jetzt wissen wir das auf jeden Fall. Der Churatodus pennt da hinten. Nice. Nein. Erzdämonenmodus wieder alle. Warum ich schlitze die Kehle auf, du Drecksfisch? Ich hoffe, er hat keine bisher noch nicht gesehenen Specials, weil das wäre ein bisschen kacke. Ich muss wieder auf meine Ausdauer abgeben. Wieso? Hä, lol, ich bin noch im Erzdämonenmodus. Ach so, der ist nicht voll. Das erklärt's. Der Erzdämonenmodus war nicht voll, deswegen ging's nicht. Jetzt bleibe ich eben Dämonenmodus. Mache ich mehr Damage. Nice, dicey. Ja, moin. Aber das hat ziemlich gut geklappt. Abtrennbar ist bei dem ja nichts, glaube ich jedenfalls. Zumindest hätte ich gedacht, dass der Schwanz abtrennbar ist, aber er ist ja noch dran, also ist die Wahrscheinlichkeit recht hoch, dass der nicht brechbar ist. Meine Gesundheit ist ein bisschen gesunken. Aber gut, ich muss ein bisschen lernen, weniger so richtig offensiv zu kämpfen. Ich hätte so ein bisschen wie beim Barot kämpfen sollen. Aber gut, bei jedem Monster brauchst du eine andere Taktik. Beziehungsweise eigentlich kommt das auch so ein bisschen auf die gewählte Waffe drauf an. Weil jede Waffe eine andere Taktik erfordert, mit der man Monster platt macht. Ich habe einfach die Doppelklingen gewählt, weil man mit den Doppelklingen recht schnell Kombos auf Gegner draufhauen kann und man generell sehr viel Platz noch für Ausweichen oder so hat. Dafür kann man zum Beispiel keine Angriffe abblocken. Ich bin halt so mehr so der Typ, Ausweichen und dann mit Kombos angreifen. Aber rein theoretisch könnte ich dann später auch mal probieren, die unterschiedlichen Waffen zu meistern, zum Beispiel das Großschwert, das Langschwert, Katana, Bogen, etc. Das könnte ich durchaus mal probieren, das werde ich auch probieren. Nice, wir haben Jägerrangaufstieg, Forschungsstufe Churatodus erhöht und unseren größten Churatodus, aber das ist ja auch wie beim Barot, eigentlich gar nicht mal so krass, weil das der erste von der Rasse war. So, und dann sehen wir uns gleich wieder in Astera. Kommt alle her! Wir können sofort beginnen. Dank euch wissen wir jetzt mehr über die Spuren, die überall auf dem Kontinent aufgetaucht sind. Unsere Forscher haben Prognosen erstellt, die uns aufzeigen, wohin der Sora Magdaros als nächstes geht. Er hat Kurs auf die große Schlucht genommen. Die große Schlucht? Das große Tal hinter dem Bildturm? Korrekt. Daher habe ich einen Vorschlag für euch. Wir sollten versuchen, den Sora dort einzufangen. Sind Sie verrückt geworden? Einfangen? Lasst mich ausreden. Das Terrain der Schlucht eignet sich perfekt dafür. Eine bessere Chance werden wir nicht bekommen. Wenn wir diese Chance nicht nutzen, müssen wir vielleicht 10 Jahre auf eine neue warten. Womöglich länger. Ist es überhaupt möglich? Und wenn nicht, würde dich das aufhalten? Probieren wir es aus. Mit der Unterstützung der Fünften haben wir die besten Chancen.
Dann ist es beschlossene Sache. Bevor wir Jäger zum Fang losschicken, müssen wir zuerst Astera sichern. Ein Anjana zeigt Aktivitäten in der Nähe. Mit so einem Monster spielt man nicht. Wir brauchen einen Plan. Du hast recht. Jäger, hier ist eure nächste Aufgabe. Kümmert euch um diesen Anjanat. Aber seid vorsichtig. Der Anjanat ist ein furchterregendes Monster. Ein Fehler und ihr seid Futter. Kommandant, darf ich? Ich glaube, ich habe eine gute Idee. Jäger, ich könnte deine Hilfe brauchen. Besuche mich später, okay? Noch etwas. Dieser beunruhigende Bericht, den wir erhalten haben, meinst du, du könntest... Ja. Sehr gut. Machen wir uns an die Arbeit. Wir müssen einen Drachenältesten fangen. Wegtreten! So, die haben anscheinend große Pläne hier. Den Sora Magdaros fangen. Eieiei. Das wird also unsere nächste Aufgabe sein. Ja gut, jetzt gehen wir nochmal kurz zum Botaniker. Zum Chefbotaniker hier. Der wollte nämlich noch was mit uns. Von uns. Okay, ich wette, wir bekommen jetzt das, was ich immer so vermisst habe. Genau. Der Gili-Mantel. Ich habe doch mal, in einem Video gesagt, dass ich mich mal immer mal kurz unsichtbar machen wollte, zum Beispiel wenn es kritisch wird. Jetzt seht ihr mal hier auf dem Video, was ich gemeint habe. Weil mit dem Gili-Mantel kann man sich für kurze Zeit unsichtbar machen, dann können die Monster einen nicht mehr sehen. Der beim Anjanath, den seht ihr da übrigens auch, der hat allerdings mit seinem großen Riechorgan auf seinem Kopf, beziehungsweise das ist ja sein Nasenbein, damit kann er natürlich einen aber auch, selbst wenn er im Gili-Mantel getarnt ist, noch orten. Also sollte man da schon förmlich in Bewegung bleiben. Und ein Rathalos, bei dem ist es auch ähnlich. Denn der kann einen trotzdem noch mehr oder weniger noch schneller orten durch den Geruchssinn. Und deswegen muss man da halt auch immer gucken. Und Gili-Mantel, der Gili-Mantel gehört zu den Spezialobjekten. Wir sollten einen im uralten Wald finden. Tobi Kadachi. Ja gut, ich sag da gleich auch nochmal was zu. Also, wo ich stehen geblieben? Ach ja. Gili-Mantel. Der Gili-Mantel gehört zu den Spezialobjekten. Und Spezialobjekte kann man unendlich oft einsetzen. Sie brauchen aber nach Einsatz eine Weile, bis man sie wieder benutzen kann. Und, ja, also man kann ihn im Prinzip immer mitnehmen. Und man kann, glaube ich, nur ein einziges Spezialobjekt mitnehmen. Also... zum Beispiel jetzt nur den Gili-Mantel oder so. Aber man muss sie immer tauschen. Aber das kann man nicht einfach mittendrin. Das kann man zwar machen, wenn man mal ins Lager geht. Zumindest ist das jetzt mit dem Lager nur eine Spekulation, weil ich das noch nie ausprobiert habe. Müsste ich einfach mal testen, wenn es mehr Spezialobjekte gibt. Aktuell habe ich ja nur eins. So. So. Ah, jetzt rennt der mir hinterher. Ja, und der Tobi Kadachi, da hätte ich jetzt nicht gedacht, dass wir den jagen müssen. Das wird auf jeden Fall eine recht harte Angelegenheit. Aber, naja, sollte eigentlich jetzt auch ein kleineres Problem sein. Und vielleicht machen wir dann nochmal einen Rangaufstieg und haben es ein bisschen leichter gegen den. Weil, warum Tobi Kadachi so relativ mittelmäßig schwer zu erlegen ist, das werdet ihr im nächsten Video sehen. Und, ja, damit war es das jetzt auch zu... ja, mit diesem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, lasst doch bitte einen Daumen nach oben da. Und wenn ihr uns unterstützen wollt, könnt ihr uns natürlich gerne abonnieren. Und in dem Fall würde ich euch empfehlen, die Glocke zu aktivieren. Dann verpasst ihr nämlich keine weiteren Videos mehr von uns. Und in dem Sinne sage ich, vielen Dank, dass ihr zugeschaut habt. Ciao, ciao, haut rein und bis zum nächsten Mal.